Was können wir Schönes machen? Ich habe wieder nicht das Achievement bekommen. Das heißt, uns stehen noch mehr Daily Runs bevor, was langsam etwas nervig wird. Was können wir mit Ten? Okay, wie kann ich nachschauen, was es für Rezepte mit Tainted Cane gibt? Ich muss dafür den Run starten und den Seed bei Platinum God eingeben oder sowas? Genau. Okay, versuchen wir es. Dann steuere ich Platinum God an. Okay, ich hab's. Ich versuche auf Cricket Set zu gehen. Was keine gute Idee ist, dafür brauche ich nämlich 4 Soul Hearts. Mal schauen. Hier ist nichts, was ich für Cricket Set bräuchte. Ja, weiß, Cricket Set ist doch keine gute Idee, je mehr ich darüber nachdenke. Was sind gute Items, die man haben will für einen Tainted Cane Run? Was ist das für ein trauriger Tanz? Okay, gut. Oh Gott, wir werden Rezepte angezeigt, aber Moment! Wir können Magic Mushroom machen! Yo! Eine normale Münze, ein Schlüssel. 2 Bomben. Haben wir noch eine zweite Bombe irgendwo? Da unten. Oh! Yes! Wir sind zurück im Spiel! Okay. Okay, das war stark. Das war gut. Wenn wir noch ein, zwei Items zusammenbekommen, könnte ich versuchen, Richtung Boss Rush zu gehen. Auch wenn dieser Raum es gerade mir sehr schwer macht, Richtung Boss Rush noch zu gehen. Zugegeben. Boss Rush mit Tainted Cane wäre halt schon sehr verlockend. Den mal hinter sich zu haben. Träum weiter, ich weiß. Ich weiß. Es ist eher unwahrscheinlich. Aber ich habe das Gefühl, sie haben auch die Liste von External Item Descriptions ein bisschen überarbeitet. Kann das sein? 3 Schlüssel, ein Herz und 4 Münzen. Okay. 2 Schlüssel brauchen wir noch und eine Münze. Ja, wisst ihr was? Man kann inzwischen so gut mit dieser Item-Vorschau arbeiten. Und kommt tatsächlich Dinge raus. Okay, los geht's. Oh, das funktioniert tatsächlich. Das funktioniert. Ich bin ein bisschen positiv überrascht davon, ehrlich gesagt. Ich wünschte, ich hätte den Schlüssel mitgenommen irgendwo, aber mein Lieblingsboss. Also bekommen wir hin. Okay, wisst ihr was? Ich glaube, wir werden heute ein bisschen Tainted Cane machen. So wie die External Item Descriptions jetzt funktionieren, ist Tainted Cane wirklich okay. Das war davor immer so unübersichtlich. Mein Beileid an der Stelle an alle, die nicht External Item Descriptions haben. Tut mir leid, Konsolenspieler. Ich fühle euren Schmerz. Ich fühle euren Schmerz zutiefst. Glaubt mir das. Wir nehmen das Soul Heart mit. Gibt das Sinn?
Oh, oh. Habe ich jetzt zwei Lucky Pennies eingesagt? Boomerang? Was soll ich mit der Scheiße? Warte, was fehlt mir? Oh, ich muss die Karte durch einen richtigen Cent ersetzen. Moment, 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 Moment. Ich will Rainbow Baby noch mitnehmen. Ich will Rainbow Baby noch mitnehmen. Und ja, wir werden nicht Boss Rush erwischen. Boss Rush mit Tainted Cane ist aber auch so eine Scheiße. Der Radierer ist viel besser. Na, Conjoint ist, zum einen ist Rainbow Baby bisschen DPS, zum anderen Conjoint. Du hast Boss Rush schon, denke ich. Weil ich habe Boss Rush mit Tainted Cane geholt? Was ist das passiert? Ich weiß, dass Hush fehlt. Weil. Ich meine, ja, ich hab's ganz offensichtlich, aber wann war der. Was war denn das für ein Run? Was hatte ich da für ein Item? Ich kann mich absolut nicht daran erinnern. Kommst du bitte mal rüber? Ich würde mich trotzdem gerne noch versuchen, Hush zu erwischen. Schlüssel? Yes! Gehst du mal weg? Dankeschön. Ein Herz. Ein Zehner. Oh, wir brauchen Lucky Penny für die Fliege. Habe ich einen Lucky Penny irgendwo? Da unten ist einer. Rotten Baby oder die blaue Fliege? Blaue Fliege oder Rotten Baby, was sagt ihr? Rotten Baby? Definitiv Parasoid. Rotten Fliege? Ich glaube, ich wäre für die Egg Tears. Das Rezeptbuch zeigt dir nur Rezepte, die du auch craften kannst. Oh mein Gott, das ist so gut damit. Das Rezeptbuch ist aber noch aus External Item Descriptions, oder? Ich könnte Polyphemus craften. Ich sehe ja kein Polyphemus. Ich meine, ich könnte noch weiter durchgehen. Wir haben schon mit der Fliege angefangen, also machen wir damit wohl weiter, würde ich sagen. Noch eine Münze und ein Schlüssel. Okay. Einen Schlüssel werde ich noch so mitnehmen. Au. Oh, okay, wisst ihr was? Ich habe jetzt mit den jetzt wie die External Item Descriptions funktionieren mit Tainted Cane, muss ich sagen. Oh mein Gott. Ich glaube, der Charakter wird spaßig. Oh, ich weiß. Ich habe im letzten Run noch davon geredet, dass Tainted Cane der unspaßigste Charakter im Spiel ist. Ich weiß. Aber ich glaube, mit den Item Descriptions ist das, wird das cool. Wir haben jetzt schon einen relativ ordentlichen Bild zusammen, würde ich auch sagen. Au. Oh, sind von Bommel 159, 3 Monate. Resub, wie viel lieben Dank. Der Heuchler. Das ist übrigens eine Sache, die ich immer mag, wenn ich bei irgendwas meine Meinung geändert habe und Leute dann mich fragen, hey, aber hast du die Sache nicht vor 6 Jahren anders gesehen? Und ich mir denke, komm schon, komm schon, das ist eine lange Zeit. Manchmal kann man auch seine Meinungen ändern zu Dingen. Ich mag nichts davon. Zum Beispiel habe ich mal gesagt, dass ich Sonic Adventure nicht mag, aber ich stehe inzwischen darüber.
Wir können BFF machen. BFF ist natürlich extrem verlockend. Sechs normale Cent. Ey, ich mag Sonic Adventure 1 mehr als Teil 2. Ich glaube, darüber haben wir in der Ersatzbank geredet. Warte, wo ist denn der Schlüssel? Oh, da drüben ist der Schlüssel. Schlüssel. Kann übrigens sein, dass ich nicht die optimalsten Entscheidungen treffe und sowas, aber wir werden einen Weg finden, damit zu leben, hoffe ich. Ich denke, ich werde mir noch den Eisenfreund holen. Kann ich das überhaupt noch mitnehmen? Habe ich überhaupt noch das Zeug dafür auf der Ebene? Ich brauche nämlich einen Fünfer dafür. Haben wir noch einen Fünfer? Vielleicht im Bossraum. Ich hasse es, dass du die Ex nicht schlecht findest. Ich meine, es ist ein schlechtes Spiel. In einigen Hinsichten. Ich mag es trotzdem mehr als die anderen Sonic-Spiele. Weil es zu 100% auf Nostalgie zurückzuführen ist, aber dennoch. Oh, Tainted Cain ist unser Man. Er ist unser Kandidat für den Run. Wie groß bin ich eigentlich? 2,30 Meter. Ich habe große Probleme, in die U-Bahn zu passen. Eine Menge Münzen. Ich glaube, den Knaben will ich auch wegsprengen. Yes. Zwei Kisten. Yeah. Apple of Sodom ist natürlich immer ein großer Fehler. Zu behaupten, dass ich nur 2,25 Meter groß bin, ist absoluter Rufmord. Absoluter Rufmord. So. Ich weiß, dass ich Rock Bottom und sowas machen könnte, aber ich habe ehrlich gesagt... Ich habe ehrlich gesagt mit diesem Run gerade so, wie er läuft, relativ viel Spaß. Sad Bombs könnte ich machen. Oder PJs hatten wir schon. Will ich Sad Bombs? Ich denke, ich sollte Sad Bombs mitnehmen. Das heißt, ich kann sogar den Schlüssel noch mitnehmen. Was ganz nett ist. Ich habe ehrlich gesagt aktuell relativ Spaß damit, das so zu machen. Ich denke, es funktioniert unglaublich gut mit den External Item Descriptions soweit. Oh, ich meine, es funktioniert wirklich gut. Sad Bombs! Sollte ich mir noch ein bisschen aufheben. Vor allem sind das 5 Gratis-Bomben für mich. Wir sollten nicht unterschätzen, wie wichtig das für den Erfolg des Runs sein wird. Monstruslunge. Ich habe leider eine zu miese Feuerrate dafür. Ich werde übrigens, pass mal auf. Irgendwann werde ich einen Besen fressen, wenn sie nicht External Item Descriptions fest in das Spiel übernehmen. Denn oh mein fucking Gott. Ich habe gerade überlegt, wie das Spiel ist, wenn sie diese Funktion, dass man die Rezepte direkt nachschlagen kann mit Tainted Cain, wenn sie es nicht ins richtige Spiel übernehmen. Und ich war kurz ein bisschen fassungslos. Das ändert, vor allem mit diesem Charakter ändert es alles. Es ändert alles. Und ich denke, ich verstehe nicht, was der Grund ist, warum man es nicht im Spiel hat, ehrlich gesagt. Was ist das über Monstrus Lunge? Was haben wir da links über... Könnt ihr das sehen? Warte, könnt ihr das sehen?
Ihr könnt es sehen. Das unter dem Flatstone. Das habe ich noch nicht frei unter dem Flatstone, oder? Habe ich das frei? Doch, habe ich. Dann nehmen wir ihn mit und werden sehen, was wir bekommen. So, wir brauchen 5 Bomben. Davon habe ich ein paar auf Lager. Warte, wirklich 5 Bomben? Ja. Yeah. Okay. Ach. Ach, das ist jetzt nicht schön. 4. Da ist die 5. Dann noch 2 Herzen. 2 Herz und eine Karte. Ist ein bisschen komisch, dass Tented Cain nicht laufen kann, während er die Karte offen hat. Ich weiß nicht ganz, was damit auf sich hat. Gibt es für mich ein Item, das alleinstehend den Run gewinnen kann? Hear my pain. Oh mein Gott, das muss lange aufladen. Es gibt eine Menge Items, die im Alleingang den Run gewinnen können. Mir fällt gerade keins spontan ein, aber ich meine, Sacred Heart ist ein üblicher Kandidat dafür. Auch wenn es natürlich ein Lama-Kandidat ist, vor allem gewissen Mal, wie oft ich das hatte. Aber es ist einfach die Four, nicht unbedingt. Die Four ist auf jeden Fall eins der Hauptitems, das im Alleingang den Run ruinieren kann. Wobei ich natürlich sagen muss, ich weiß nicht, ob es heutzutage wirklich noch so viele Items gibt, die im Alleingang den Run einem gewinnen können. Wenn ich an sowas wie Mother denke oder sowas, auch wenn man Sacred Heart hat, kann man da trotzdem noch viel dran scheitern. Lass mich mal eben den Boss machen. Bleib langsam. Bleib langsam. Nein, 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 langsam. Mein Damage ist übrigens ziemlich enorm. C-Section? C-Section ist ein, okay, C-Section, C-Section. C-Section gewinnt im Alleingang den Run. Absolut, ihr habt recht. Ihr habt absolut recht. Ich denke, ich werde den Traumfänger mitnehmen. Einfach, weil ich damit dann für jede Ebene, die ich betrete, ein halbes Soul Heart bekomme. Und ich denke, das ist für Tented Cain ganz gut. Damit ich mehr Ressourcen für meine Items verwenden kann. Außer Maxcalius, 39 Monate. Resub, wie viel lieben Dank. So. Mir fehlt noch eine Münze. Und eine Bombe. Ich hatte letztens C-Section mit Godhead als erste 2 Items, war witzig. Oh, das klingt ziemlich stark. Ich hatte in einem Daily Run mit C-Section und Mom's Knife. Und das war absolut fantastisch. Das war so lustig. Ich bin übrigens gespannt, was passiert, wenn das Spacebar-Item voll ist. Was demnächst passieren sollte. Oh, wir haben keine anderen Ressourcen mehr übrig. Ich werde den Zehner auf jeden Fall mal wegstecken. Der wird uns noch hilfreich sein auf der nächsten Ebene. Setz es dann bei dem Boss ein. Okay. Werde ich machen. Ich schätze aber irgendwo ein Tinted Rock. Ups. Den habe ich natürlich gesehen. Keine Sorge. Ich wollte ihn nur aus Prinzip nicht mitnehmen, weil er den Run zu einfach gemacht hätte. Aber ich denke, das sollte allen klar sein, soweit.
Ich werde das Spacebar-Item beim Boss einsetzen. So wie ich es versprochen habe. Ich brauche einen Schlüssel. Ups. Gute Neuigkeit, ich habe einen Schlüssel. Ich sehe gerade nur bedingt viel, was ich mache, aber mein Damage-Output ist ziemlich hoch. Dementsprechend macht es nicht den größten Unterschied. Ich mag diesen Raum nicht. Ich mag diesen Raum sogar überhaupt nicht. Okay. Ich sollte wahrscheinlich noch einen Schlüssel so mitnehmen. Ich weiß noch, dass ich diesen Raum in meinem ersten wirklichen Tented Lost Run hatte. Das war fucking beängstigend. Ja, wisst ihr was? Ich bin gerade so unglaublich beruhigt, dass Tented Cane doch ziemlich okay ist. Ich bin auf jeden Fall viel zu langsam, um Hush zu erwischen, aber ich habe das Gefühl, für Hush muss ich ja ein bisschen gezielt den Run darauf vorbereiten. Aber ja, Tented Cane, schwer in Ordnung. Ich will nichts davon. Das sind ein paar interessante Items, die wir hier haben. Das zeitlich jetzt sowieso egal ist, was wir machen, können wir uns auf den längsten Run aller Zeiten vorbereiten. Und dementsprechend würde ich sagen, wir werden erstmal noch den Boss, wir werden erstmal die Ebene soweit zu Ende machen und dann entscheide ich, was ich mitnehmen werde. 4,5 Volt immer mitnehmen. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich wurde oft von 4,5 Volt enttäuscht, ehrlich gesagt. Ich weiß, es ist im Late Game super stark, aber lass mich erstmal nachschauen, was mein Spacebar-Item macht, okay? SMB ist super Fan. Lass mich erstmal nachschauen, was das Spacebar-Item macht. Ich habe keinen Soul Heart mehr. Und danach entscheiden wir weiter. Ich hoffe, wir nehmen das Soul Heart mit. Ich hoffe, es macht was Gutes. Okay. Okay. Wir nehmen das Eternal Heart mal mit und dann... 3 Schlüssel, 2 Pillen. Wir wollen die super roten Tränen machen. 3 Schlüssel, 2 Bomben, 2 Pillen. Okay. Nein! Au, komm schon. Das war nicht nett. Wir können... warte, was, wenn ich, wenn ich die Car Battery dazu nehme? Was, wenn ich die Car Battery holen würde? Steigert sich nicht? Okay. Dann... dann gehe ich auf das, was ich vorhin schon meinte. Shit, wo ist es? Da. 3 Schlüssel, 2 Bomben, 2 Pillen. Zwei Pillen. Moment, wir brauchen noch 2 Schlüssel. Oh, da links ist einer. Okay. Und noch 2 Bomben. Oh, der 10er ist im Weg. So, ich würde sagen, damit sollte mein Damage-Output erstmal relativ gut sein. Je mehr Aufladung es hat, desto mehr Schaden macht das Item.
Also wäre es ganz gut, wenn ich noch versuchen würde, an irgendeine Batterie zu kommen. So. Dankeschön, Unicorn Stump! Puh. Ich dachte schon kurz, wir werden absolute Scheiße jetzt bekommen. Aber nein, alles gut, alles gut. So. Ich werde noch das Tornfoto aus dem Bossraum mitnehmen. Und dann schauen wir, was wir auf der Ebene noch alles mitnehmen. Ich denke, wir müssen 4,5 Volt mitnehmen an dem Punkt. Ich schätze, es gibt nicht wirklich eine Ausrede, das nicht zu tun inzwischen mehr. Das eingeklammerte Item ist übrigens das, was du bekommst, wenn du das eigentlich noch gar nicht freigeschaltet hast. Oh mein Gott, sie haben so viel so sinnvolle Änderungen gemacht an an External Item Descriptions mit Tainted Cane. Es ist absurd, dass sie das nicht ins Hauptspiel übernehmen. So, noch eine Bombe und ein... Oh, zwei Herzen, okay. Ich wollte sagen, ich habe mich irgendwo verrechnet. Ah, ist hier noch was Interessantes dabei? Mein Chemical Peel wäre nett, aber... Ich glaube, ich hätte gerne irgendwas, was meine Feuerrate ein bisschen erhöht. Außerdem, sehr, sehr starker Run soweit. Wollen wir? Ich glaube nämlich, wir wollen auf Yves Mascara gehen. Ich glaube nämlich, wir wollen uns die 26 Damage gönnen. Warte, habe ich noch zwei rote Herzen hier? Oh, ich habe im... ich habe noch eins im... im Cursed Room. Mit Cursed Room meine ich Sacrifice Room. Cricket's Body und The Parasite wären jetzt auch so stark. Alles wäre jetzt ziemlich stark, ehrlich gesagt. Die Schattenbabys für Conjoined? Ja. Ich denke, ich bin, ich denke, wir werden erst auf Yves Mascara gehen. Yves Mascara wird nämlich dämlich stark sein. Und wie kann ich dazu Nein sagen? Wie kann ich dazu Nein sagen? Habe ich noch ein Herz? Ich habe gar kein Herz mehr, oder? Sehe ich was? Ich glaube, wir haben ein Herz zu wenig. Das wird auch meine Tierrate so runterziehen. Ja. Yeah. Im Shop? Ich kann aber nicht in den Shop. Ich habe keinen Schlüssel. Doch, da ist irgendwo noch ein rotes Herz auf der Ebene. Das rote Herz ist im Angel Deal. Das rote Herz ist im Angel Deal. Wir werden also auf Shadow Babies gehen. Im Goldraum? Nein, im Goldraum habe ich alle mitgenommen. Goldraum war das eine halb rot, halb Soul Heart. Okay. Ist so wie ist. Quince ist auch ein super gutes Item, also. Dann schätzen wir das mal nicht. Und dann gehe ich weiter. Warum nicht auf der nächsten Ebene? Wir werden auf der nächsten Ebene was anderes Cooles holen. Die Shadow Babies sind jetzt auch nicht verkehrt. Zum einen Conjoined und zum anderen ist es halt an sich auch... Ich habe BFF. Das heißt, schon allein dadurch ist es ein ziemlich gutes Item, würde ich sagen. Oh Gott. Ich nehme mir mal eben zwei Bomben mit. Ein Schlüssel für mich. Kann ich mir nicht leisten.
Ziel für diesen Run ist übrigens Mega-Satan soweit. Ich habe Mega-Satan nicht hier. Warte, ich habe... Ich habe Mother und The Beast mit Tainted Cage. Warum erinnere ich mich an diese Tainted Cane Runs nicht mehr? Ich habe Boss Rush, Mother und The Beast gemacht. Ich kann mich an nichts davon mehr erinnern. Der Inhalt vom Berg bleibt zwischen den Ebenen, ich weiß. Deswegen habe ich beim einmal auch noch 10 Cent mitgenommen. Aber, wie gesagt, das Item, was ich gerade eben gemacht habe, es ist ein gutes Item, deswegen ist es nicht verkehrt gewesen, es mitzunehmen. Wer lassen den Schlüssel mal so liegen? Vor allem mit BFF ist das die Shadow Babies super stark. Eine Pille. Eine Pille. Hört sich nach einem Arky-Run an? Ja. An sich ja. Hallo, Freunde. Ich weiß, viele Leute mögen diese Item. Ich nicht. Beziehungsweise, es ist nicht schlecht aus, aber ich setze es nie ein. Nierensteine oder Sad Bombs? Ich will. Ich will nichts davon. Nimm mir das. Nein! Das wollte ich nicht. Dead Sea Scroll. Was haltet ihr von Dead Sea Scroll? Warte, ist das ganz oben Birthright? Oh, da ist schon wieder so viel Zeug. Oh, wir können jetzt wirklich viel Zeug machen. Oh. Okay, was, wenn wir uns Holy Brimstone machen würden? Erstmal Ebene machen, danach schauen wir, wir können jetzt schon so viel machen. Was mit Holy Brimstone in Kombination mit, wie auch immer die roten Tiers heißen? Seid ihr davon? Schauen wir es uns an. Tractor Beam wäre auch... was will ich denn jetzt? Will ich vielleicht doch lieber den Tractor Beam? Oh, ist so schwer sich zu entscheiden. Warte, wann habe ich eine Karte mitgenommen? Oh Gott. Oder wir nehmen Plop. Zwei Münzen, zwei Schlüssel, eine Bombe. Wir nehmen zwei Herzen, dann noch zwei Schlüssel und eine Bombe. Warte, was muss ich dafür denn ablegen? Oh, die Karte. Okay. Die ich auch gar nicht mitnehmen wollte fürs Protokoll. Zwei Schlüssel, eine Bombe. Die Bombe ist da rechts. Okay. Zuerst wollte ich sagen, das ist super scheiße, aber ich glaube, das ist durchaus akzeptabel. Ich denke, damit kann ich leben. Ups. Schade, dass man Trinkets nicht einpacken kann. Ich denke, das könnte ziemlich stark werden. Ich habe Back of Crafting freischalten, ich verstehe es nicht. Meinst du das Item selber? Kann man das freischalten? Keine Sorge, ich verstehe es auch nicht. Homing wäre jetzt gut, wir brauchen kein Homing. Wenn die Tränen erstmal explodieren, dann... Ich wollte gerade sagen, wenn die Tränen erstmal explodieren, dann treffen sie eh alle. Und dann haben sie erfolgreich niemanden getroffen. Meine Solars sind wieder ein bisschen niedrig. Alles bekommen wir hin. Oh, ich brauche eine Bombe, ich brauche eine Bombe, ich brauche eine Bombe. Dankeschön. Wir sacken das Soul Heart ein. Dann noch ein Schlüssel. Okay.
Ich glaube, das Eternal Heart werde ich so mitnehmen, ehrlich gesagt. Wir haben noch Eternal Heart, das brauche ich nicht. Ich glaube, ich werde, was haltet ihr davon, dass wir Dead Sea Scrolls mitnehmen? Nein, wenn wir schon mal hier sind. Kann ich nämlich auch direkt noch die beiden Bomben so mitnehmen. Oh, die Sad Bombs sind fantastisch. Au. Okay, wir haben damage-technisch ein kleines Problem. Ich bin doch nicht ganz so stark, wie ich das zunächst erhofft hatte. Aber das ist okay. Jetzt bekommen wir alles hin. Ein Rotten Heart. Ich befürchte, das Rotten Heart werde ich so mitnehmen. Warte, ich brauche noch ein zweites Herz für... Nein. Warte, was muss ich ersetzen? Ich muss einen Schlüssel durch eine Pille ersetzen. Okay. Das Piercing hat die Tiers ruiniert. Das wird schon, wenn wir Conjoint bekommen. Keine Sorge. Dann wird alles wieder gut. Wo ist eine Pille? Irgendwo müsste eine sein. Wo haben wir die Pille verlegt? Miniboss? Ah, okay. Warum auch immer ich da vorbeigelaufen bin. Okay, soweit so gut. Das sind erstmal ein paar Fliegen, die mit unseren 13,4 Damage ganz okay sein sollten. Ich werde einfach mal noch weiter schauen und sehen, ob wir auf der Ebene, was wir auf der Ebene sonst noch alles auftreiben können. Also gegen die Gegner hier ist das jetzt gerade ziemlich gut. Ich überlege gerade, ob ich vielleicht... Pass auf, ich werde jetzt schauen, dass ich Conjoint zusammenbekomme. Und wenn wir Conjoint haben... Oh, das sieht fürchterlich aus. Ich will erst Conjoint holen und dann... Einfach mal mitnehmen. Ich will erst Conjoint holen und dann Spoonbender oder sowas. Was haltet ihr von dem Vorschlag? Headless Baby wäre Conjoint. Haben wir ein Headless Baby hier irgendwo? Beziehungsweise in der Liste. Oh, ich war gar nicht im Goldraum. Okay. Sollte kein Problem darstellen. Buddy in a Box! Der Freund in der Kiste war stets für mich da. Das ist das falsche Item. Shit. Der Freund in der Kiste war trotzdem immer für mich da. Drei Schlüssel. Conjoint und Tractor Beam. Oh, Tractor Beam wäre auch stark. Das ist ein starker Vorschlag. Was ist hier noch ein Schlüssel? Die Karte wird jetzt später aktualisiert, oder? Ja. Yeah. Anderer Schlüssel. Wo versteckst du dich? Oh, er versteckt sich im Bossraum. Ich muss sagen, diese Tented Cane Runs dauern immer noch unfassbar lange, aber inzwischen, dadurch, dass einfach, dadurch, dass External Items Christian so gut funktioniert, ist es wirklich spaßig. Das ist doch schon mal ganz nett.
My Reflection wäre eine dumme Idee, nehme ich an. Wahrscheinlich. Kann man PJs nochmal haben? Finden wir es heraus. Ja 7 Cent und eine Bombe. Die Sache ist nämlich, ich hätte gerne noch ein paar Soul Hearts. Auf gar keinen Fall Reflection. Ah, wo ist eine Bombe? Ach. Im Goldraum. Der ist so weit weg. Da wacht man auf, bekommt die volle Ladung Tainted Cane. Yeah, das ist das Leben. My Reflection ist eigentlich ein spaßiges Item. Was ist an My Reflection spaßig? Es funktioniert! Ich meine, My Reflection ist vieles, aber ich würde es nicht spaßig nennen. Ich würde sagen, wir bereiten einfach mal ein paar Dinge vor und dann gehen wir in die nächste Ebene weiter und schauen, was wir mitnehmen können. Sehe ich dann einen weinenden Hotdog? Oh ja! Der Freund in der Kiste ist ein heißes Würstchen. Double PJs. Yo, das, pass auf, Double PJs ist die ultimative Ferienausstattung. Oh, ich wünschte, ich hätte zwei Schlüssel mitgenommen für die Goldkisten. Stell euch vor, ihr hättet jetzt Double PJs. Zwei Schichten Pyjamas bei sich haben. Oh mein Gott, das ist das Leben. Hotdog, Nintendogs. Heute kommt noch ein Nintendogs-Video. Nein! Gehen wir weiter. Durch seine Tränen kühlt das Würstchen ab. Jetzt einfach nur ein langweiliger Begleiter. So, dann mal schauen, was wir aus dieser Ebene machen können. Ich sehe nicht wirklich was. Ich denke, das ist ein gutes Zeichen für den Run. Was ist Birthright? Was macht Birthright bei... wollen wir Birthright mitnehmen? Ich denke, die Antwort ist ja, ehrlich gesagt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Antwort darauf jemals ein Nein wäre. Oh nein, wir wollen kein Birthright mitnehmen. Wir sind zufrieden, so wie es gerade läuft. Die Karte? Nein. Warte, was muss weg? Was muss durch einen Schlüssel ersetzt werden bei dem unteren Rezept? Bin ich gerade blind? Die normale Münze. Was macht Birthright bei Tainted Cane? Mehr Items, mehr Materialien. Oh, das wird die längste Ebene der Welt. Die längste Ebene aller Zeiten. Oh, ich kann da nicht ran. Oh, das ist schade. Oh, da droppt schon eine Menge Zeug für mich. Ist ein schwarzes Herz gerade gedroppt? Da ist gerade ein schwarzes Herz gedroppt. Ich denke, bevor ich dabei versage, hier vorbeizugehen, werden wir das direkt einsacken. Ludovico-Technik ist natürlich sehr verlockend für mich. Aber ich weiß, dass es den Run absolut langweilig machen würde. Und ich weiß, dass viele Leute dieses Item nicht mögen. Schon wieder ein schwarzes Herz. Spoonbender!
Death's Touch. Oh, jetzt haben wir interessantes Zeug. Haben wir auch einen garantierten Spoonbender irgendwo? Weil wir können Guppy-Items machen mit schwarzen Herzen. Ein garantierter Spoonbender, bitte. Ah, ich sehe da nichts. Wir gehen mal weiter. Dieses komische rote Teil, diese Son Goku-Wolke, die habe ich freigeschaltet, oder? Die dumme Son Goku-Wolke habe ich frei, richtig. Oh mein Gott, da kamen zwei schwarze Herzen raus. Wollen wir einfach Death's Touch nehmen? Death's Touch wäre vielleicht auch ein bisschen langweilig. Nein, das habe ich nicht frei. Dann weiß ich, was ich jetzt mitnehmen werde. Dann brauche ich ein rotes Herz und einen und einen Zehner. Oh, und in Klammern ist immer das, was ich bekomme. Okay. Ich dachte, die Klammern wären eine universelle Sache. So, ja, wenn du es nicht frei hast, dann bekommst du es. Aber Klammern bedeutet immer, dass ich das direkt bekomme schon. Okay. Warte, habe ich hier noch ein rotes Herz? Ja. Yeah. Aber wo haben wir denn Fünfer? Haben wir einen irgendwo? Oder ist das ein Zehner? Keine Ahnung. Fünfer, wo du warst. Okay, ganz oben haben wir einen Fünfer gehabt. Oh, ich sag's dir, Spoonbender. Der wird den Run doch ein bisschen würzig machen. Oh ja, da. Ich glaube, Spoonbender macht nichts bei dieser Kombination gerade. Macht Spoonbender? Ich meine, ein bisschen? Da wäre mehr drin gewesen, habe ich das Gefühl. Hallo 2020! Dann brauchen wir 5 Bomben und einen so einen magischen Cent. Ich denke, wir müssen auch Continuum mitnehmen. Wenn ich mir das mal so erlauben darf zu sagen. Denn mit dem Continuum geht der Spaß dann erst richtig los. So, wo ist eine Bombe? Ganz unten. Ah, shit, an die Bombe komme ich nicht ran. Okay, machen wir gleich. Die Teile haben doch quasi eine unendliche Range, oder? Also das, was ich abfeuere. Das bilde ich mir nicht nur ein, oder? Würde Continuum Sinn ergeben. Tractor Beam wäre auch sehr gut, da Tractor Beam ruiniert den Spoonbender endgültig. Wir bekommen keine Bombe mehr. Das ist nicht cool. Nein! Lass mich mal schnell in den Shop reinschauen. Vielleicht können wir da ein Säckchen kaufen. Wir können ein Säckchen kaufen. Fuck. Fuck, das ist nicht das, was ich wollte. Mmh.
Habe ich nur Geld, um... Ich habe keine Bombe. Aus dem Automat was rausspringen wäre nicht gut. Gott. Ich glaube, wir bekommen kein Kontinuum zusammen. Oh. Aber wie wäre es mit Shielded Tears? Ich kann die Bombe mit dem Sack einsammeln, wenn ich das Geld habe. Oh, das ist super cool. Er bringt nicht so viel. Hm. Haben wir irgendwas, das meine Range enorm erhöht? Nicht wirklich. Dann wiederum erhöht Flatstone die Range. Bringt Wider Tears was? Oh, das ist nicht mal Flatstone. Ja, ich glaube, wir sagen noch ein paar Dinge ein und hauen ab, ehrlich gesagt. Ich glaube, hier gibt es sonst nicht mehr viel zu tun für mich. Flatstone wäre stark mit, oh Gott. Mit Temulacria. Wie könnt ihr euch den dummen Namen davon merken? Ach. Wir sagen einfach noch ein paar Sachen ein. Eine Bombe würde ich... Ich kann in die Bombe nicht ran. Wir hauen ab, würde ich sagen. Schon auf der nächsten Ebene dann weiter. Aber bisher... der Run läuft nicht ganz in die Richtung, wie ich es mir gewünscht hätte. Ich habe das Gefühl, er könnte noch stärker sein, aber... könnte auch schlechter sein, also... alles noch im Rahmen soweit. Gegen Mar werde ich richtig kämpfen. War ein guter Kampf, würde ich sagen. Wo wollen wir hin? Wo wollt ihr hin? Die Boss-Rush-Route. Wir sind quasi am Boss-Rush. Wo wollen wir hingehen? The Lamb oder Blue Baby? Mir fehlt nämlich noch beides. Wir werden so oder so Mega-Satan machen. Ganz knapp am Boss-Rush vorbei. Lamb? Shit, warte, Lamb. Okay. Wir werden das Lamm Gottes machen. Wenn du einen Run komplett break möchtest, spar auf Hungry Tears. Damit kannst du Beast one-shotten. Ich habe das Gefühl, da fehlen noch ein paar Items dazu. In der Kombination, die du dir wünschst. Ich kann dir versprechen, dass Hungry Tears allein dieses Wunder nicht bezwecken. Also nicht ganz so Hungry Tears mit der... Das ist ein Holy Brimstone-Zeug, was ich habe, zusammen, ob das schon ausreicht. Ich meine, wäre das super stark? Vielleicht? Ich habe keine Ahnung. Eine Kiste. Eine Pille? Die nehme ich mit Vergnügen an mich. Also Holy Brimstone und der Hungry Tears killt alles. Ja, was mir gerade auffällt, um zu Hush zu kommen. Um zu Hush zu kommen, reicht ja auch Mama Mega. Wahrscheinlich brauche ich dafür eine goldene Bombe. Ich glaube, ich werde mal schnell nachschlagen. Was ist für Mama Mega Rezept, was ich dafür bräuchte? Mit diesem Seed. Wo kann ich das nachschauen? Ich weiß nicht, ob ich danach direkt suchen kann. Oh, Mama Mega ist ein gefixtes Rezept. Shit. Ist Mama Mega nur das fixe Rezept? Dafür braucht man 2 goldene Bomben und 6 normale. Ist Mama Mega nur fixed? Nein. Moment. Oh, wir haben mehr Rezepte. Okay. Ich habe sie offen.
Die sind alle nicht so einfach. Ah, shit. die sind nicht so leicht. Ich bräuchte eine Menge Fünfer dafür. Welche ich nicht habe. Ich werde es mal offen lassen. Ich werde mich aber mal nicht darauf verlassen, dass wir das zusammen bekommen können. Wahrscheinlich wäre das auch gar kein guter Run, um zu versuchen, gegen Hush zu kämpfen, ehrlich gesagt. Das ist ein normaler Tented Cane Run. Oder wäre das ein guter Hush Run? Ich glaube nicht. Ich bin nur noch für Pandoras Box. Pandoras Box bekomme ich auf der nächsten Ebene dann zwei Boss-Items, richtig? Auf dieser Ebene bekomme ich... Ah ja, auf der nächsten Ebene ist die Bibel dann. Haben wir Pandoras Box irgendwo? Ich weiß, dass wir sie schon ein paar Mal da hatten. Dann würde ich sie nämlich natürlich auf jeden Fall mitnehmen für die zwei Items. Shit! Das ist keine Pandoras Box. Au. Okay, dann lass mich mal eben scrollen. Ob wir Pandoras Box vielleicht inzwischen irgendwo haben. Ich werde gar nicht jetzt in den Devil Deal reinschauen. Da ist sie. Devil Deal mit zwei Schlüssel, eine Bombe, eine Pille. Das ist ziemlich einfach. Devil Deal mit Tainted Cane scheint mir ziemlich dämlich zu sein. Und noch eine Pille. Im Idealfall könnte Krampus drin sein. Ja, aber kann ich das bitte mal ablegen? Krampus gibt mir auch... Ich meine, er gibt mir ein Item. Okay, Krampus wäre ganz nett gewesen. Wie auch immer. Ich hätte wahrscheinlich reinschauen sollen. Oh. Warte, ich bekomme auch Zeug, wenn ich Dinge crafte. Oh, das ist der Stoff. Oh. Ich sehe da gerade ein paar interessante Items. Lass mich kurz scrollen, ob wir vielleicht Mama Mega irgendwo haben. Woran ich meinen Zweifel habe, aber man kann ihn nie wissen. Oh, das ist so viel interessantes Zeug. Wir können alles machen, was irgendwie cool ist. Einschließlich dem Schwert. Wollen wir Sacred Heart machen? Oder wollen wir Tech X? Ipecac? Warte, war das C-Section irgendwo? Habe ich C-Section übersehen? Hatten wir C-Section? Oh, da ist sie. Nein, warte. Das in Klammern ist das, was ich stattdessen bekomme, richtig? Und beim einen Teil bekomme ich statt dem, was auch immer das für ein Engel ist, C-Section. Ich meine. Die Entscheidung fällt mir nicht mal schwer. Wenn ich gefragt werde, ob ich das wahrscheinlich beste Item im Spiel haben will oder nicht. Dann brauchen wir noch das Eternal Heart. Den Zehner. Ein Soul Heart und ein Fünfer. Fünfer. Und ein Soul Heart haben wir beim Boss liegen. Okay. Ich denke, das wird interessant. Ich denke, das wird interessant, was uns bevorsteht. Hätte ich eigentlich auch nochmal
Pandoras Box machen können. Oh, das ist langsam. Oh, wow, das ist fucking langweilig. Haben wir noch Soymilk? Das ist jetzt enttäuschend. Ich dachte, da wäre irgendwas wirklich Cooles, aber es ist einfach nur scheiß langweilig. Ich brauche irgendwas, was meine Feuerrate erhöht, aber da ist nichts. Jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob wir Soymilk noch machen können. Wenn wir Soymilk machen können, werde ich sie auf jeden Fall mitnehmen. Aber ich sehe gerade nichts davon. Oh, es sieht überhaupt nicht gut aus. Weiter, ich runterstrolle, desto schlechter werden die Items. Pisk spricht das Tiercap. Das sind die Zahnstocher, oder? Oh Gott, das sind so viele Items, aber... Ich will nichts davon. Oh, oder ist es das, was, shit, was ich jetzt gerade ganz unten habe? Das Fische-Sternzeichen. Das, was da jetzt ganz oben ist es das? Ich muss mal schauen, was davon ihr sehen könnt von Rezepten. Ja? Yeah? Okay, dann nehmen wir das mit. Zwei Bomben. Ein Herz. Dann brauchen wir noch eine Münze und eine Rune. Brauchen auf jeden Fall dringend Dinge, die meine Feuerrate erhöhen. Übrigens, das heißt, sie ist jetzt schon im deutschen Kaiserschnitt. Ich hasse es. Das ist jetzt nicht die größte Überraschung. Ich meine, es hat die Feuerrate ein bisschen erhöht. Nicht so viel, wie ich mir wünschen würde, aber ein bisschen. Wollen wir Hive Mind noch mitnehmen? Ich denke, die Antwort ist ja. Oder wollen wir ein bisschen Feuer? Feuer, habt ihr gesagt? Okay. Dann werden wir wohl ein kleines Feuerchen machen. Vier Bomben. Habe ich noch genug Bomben dafür? Ich hoffe doch. Eine Pille. Okay, die Pille ist da links. Und noch eine Bombe. Wir lassen den Uterus brennen. Aber ja, Tainted Cane Runs sind, das sind langwierige Runs. Okay. Hätte immer noch... Explosive Jungs, die wir hier haben. Aber ich sonst noch was, das meine Feuerrate erhöht? Nicht wirklich. Man wird den kleinen Mushroom. Warte, Mega Mushroom, was haltet ihr davon? Skinny Odd Mushroom? An sich hasse ich ihn, wie jeder andere auch, aber ich glaube, wir können ein bisschen Damage-Defizit verkraften. Yeah, das ist eine akzeptable Feuerrate. Ich würde sagen, ich mache jetzt noch mein Säckchen voll. Und dann gehen wir in die nächste Ebene weiter. Ich habe sonst hier nicht gerade, nicht welche Items, die ich haben will. Ja, ich weiß, dass ich auf der Ebene auch an sich noch mehr machen könnte, aber... irgendwann müssen wir auch mal weiter, okay?
Ja, das ist relativ stark, würde ich sagen. Ich habe Ismas Karani mitgenommen, oder? Fällt mir gerade auf. Ugh. Oh. Aber ich würde den Stein gerne in die Luft sprengen. Oh, und da war ein Tinted Rock. Woher kommen die ganzen Fliegen? Von geklärten... Oh, von geklärten Räumen, oder? Ha. Oh, Vorsicht, Jungs. Ihr lebt gefährlich. Das ist ein C-Section-Run. Komm schon. Ich verstehe nicht, wie Edmund alle coolen Items nerft und dann C-Section Rock Bottom hinzufügt. Meine ich, ich würde mich mal nicht zu sehr beschweren, ehrlich gesagt. Ich denke, das hat alles seine Richtigkeit. So, wir werden noch ein paar nette Items machen können dann. Wer lebt hier noch? Ihr lebt noch. Aber ja, C-Section ist lächerlich stark. Hey, wo ist mein Spacebar-Item hin? Wann habe ich das verloren? War es... Das habe ich verloren, als ich irgendein Spacebar-Item aufgehoben habe, oder? Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Irgendwo ist es verloren gegangen. Als ich Pandoras Box gemacht habe. Ah, okay. Credit Card. Lass mich direkt den Boss machen. Vielleicht bekommen wir einen Deal. Reguläre Stärke für einen C-Section-Run, würde ich sagen. Die Credit Card kann weg. Lass mich noch die Ebene weitermachen. Und dann werden wir schauen, was wir uns Schönes mitnehmen können. Vielleicht können wir noch eine Pandoras Box machen. Das wäre ganz hilfreich. Ich kann durch die Tür nicht durchgehen. Okay. Parasite wäre unnütz. Der Parasite würde nicht viel Gutes für uns tun. Haben wir auch irgendein wirklich interessantes Item? Nicht so wirklich. Ah ja, jetzt würden wir... Die Bibel zu bekommen wäre auch nicht komplett verkehrt, denke ich, aber es wäre auch nicht wirklich gut. Okay, da ist Soymilk. Dafür brauchen wir einen Fünfer. Und dann muss noch irgendwas durch einen Soulheart ersetzt werden. Eine der Bomben, richtig? Richtig. Eine der Bomben durch einen Soulheart ersetzen. Und wir haben unsere Soymilk. Ups. Okay, da. Hey! Oh, warte, mir fehlt noch irgendwas. Mir fehlt noch eine Pille. Oh, jetzt eine Bombe durch eine Pille ersetzen. Okay. Soymilk wird sich... Ich denke, die wird sich ganz gut für diesen Run machen, ehrlich gesagt. Ich weiß, das ist jetzt erstmal schwer zu glauben. Oh mein Gott. Okay, das ist noch ein gutes Stück mehr, als ich erwartet hatte. Das war mehr als gedacht. Und ich mache immer noch 2 Damage. Yeah. Wollen wir Yves Mascara
Was, wenn ich jedes Mascara holen würde? Sollte okay sein, oder? Wir finden es heraus. Wir wollen ein Herz und 4 Münzen. Aber nur eine Bombe. Nein! Wo ist die Mascara hin? Nein! Wo ist er hin? Da. Das ist das falsche Rezept. Habe ich das andere jetzt verkackt? Ich glaube, ich habe das andere Rezept verkackt gerade. Das war nicht meine Absicht. Ugh. Zwei Karten, zwei Bomben, zwei Schlüssel. Das kann ich nicht mitnehmen. Dann hättest du Massive Slow Shot Speed. Oh Gott, nein! Das will man sich nicht mal im. Das wünscht man nicht mal seinem schlimmsten Feind. Okay, zählt als Karte. Ich glaube, das Herz kommt noch weg als nächstes. Wo ist die 7. Mascara hin? Da. Warte, das sind schon wieder andere Rezepte. Wo ist das Rezept, dem ich gerade gefolgt bin? Das Rezept war dieses Herz durch eine Karte ersetzen, richtig? Herz durch Karte, okay. Okay. Wie es aussieht, wird External Item Descriptions doch noch ein bisschen verwirrt, wenn man zu viele Items auf der Ebene hat. Aber okay. Ich werde darüber hinwegblicken. Vier Damage. Langsame Jungs, wie mir scheint. Langsame Jungs. Wie viel Spritzen habe ich bisher? Null. Oh, Tammy's Head. Tammy's Head wäre natürlich auch Tammy's Hit, wie ich ihn ganz gerne nenne. Was wäre sonst noch interessant für den Run? Mehr Piskas? Können wir welche machen? Nicht wirklich. Ich würde sagen, ich mache die erste Spritze. Ich habe mir sagen lassen, die erste Spritze ist immer die beste. Und wenn man sich so gute Dinge davon erzählt, sollte ich mir das doch mal genauer anschauen. Was es mit all dem Hype auf sich hat. Cypher oder sowas, Holy Mantle? Kann ich nicht, dafür habe ich nicht genug Ressourcen. Beziehungsweise die Ressourcen, die ich habe, sind zu scheiße dafür. Ich brauche nur eine Bombe. Okay. Das heißt, uns fehlen jetzt noch zwei Schlüssel. Nein, warte. Nein, ein Schlüssel. Okay, alles gut. Ich wollte gerade sagen, irgendwas stimmt mit diesem Rezept nicht. Außerdem, was zum Fick ist dieser Run? Dieser Run ist etwas wild ge... Wo? Hey. Sag mal. Wer hat noch gelebt gerade eben? Irgendjemand hat noch gelebt. Was soll das überhaupt? Setzt damit auf sich, dass ihr einfach so weiterlebt? Das war so nicht abgemacht. Das war nicht Teil der Abmachung. Scheiß Ressourcen, scheiß Life. Scheiß Life, Let's Player SMH. Hey. Der größte regelmäßig deutschsprachige Isaac-Stream. Mit dem haben wir es hier zu tun. Ich werde mir sowas nicht anhören. Warte, wo ist jetzt der Schlüssel?
Oh Gott! Okay, ich würde sagen, nach der Ebene werden wir dann aber einfach mal den Run zu Ende bringen, okay? Ich habe das Gefühl, wir haben genug gecraftet. Wir haben definitiv genug gecraftet. Ich hab langsam keine Lust mehr. Willst du deinen Status noch mehr eingrenzen? Nein, ich denke, er ist eingegrenzt genug soweit. Leider! Ach, da unten rechts ist der Schlüssel. Größter regelmäßiger deutscher Isaac-Streamer mit Glatze und Bart. Ich meine, auch das würde hinhauen. Es gibt eine Menge Erfolgsgaranten bei mir. So, ich wollte hauptsächlich das Range haben, ehrlich gesagt. Nehmen wir das noch mit, was auch immer. Und weiter geht's. Bringen wir den Run zu Ende. Ich will gar nicht mehr so tun, als ob ich noch weiteres Zeug holen will. Ich will einfach nur den Run zu Ende bringen. Denn ehrlich gesagt, was soll in diesem Run noch anderes bei rauskommen? Er wird nicht mehr stärker als das, was es jetzt gerade ist. Wird schlicht und ergreifend nicht passieren. Und das ist okay. Manchmal ist es okay, wenn man sein Zenit erreicht hat. Es geht nur darum, der Beste der Welt zu sein, versteht ihr? Wenn es darum geht, der deutschsprachige Isaac-Streamer dieses Spiel regelmäßig spielen, eine Glatze haben, einen Bart und zusätzlich deren Kanalprofil noch mit dem Buchstaben M beginnt zu sein, dann ist es wichtig, der Beste der Welt zu sein. Und das war fucking cool. Dann craftet er aus Versehen Cursed Eye. Cursed Eye ist kein Problem, wenn man nicht vorhat, jemals wieder getroffen zu werden. Und ich habe nicht vor, jemals wieder getroffen zu werden. Warum sollte ich irgendwas davon mitnehmen wollen? Das war doch ganz gut soweit. Au. Das zählt nicht. Das zählt nicht, dass ich hier gerade getroffen wurde. Ihr denkt, dass es zählt, aber das tut es nicht. Außerdem... Dieser Raum ist, wenn man nicht gerade komplett broken stark ist. Ziemlich shit. Rasierklinge? Oh Gott. Random drauf loscraften erzielt nicht die besten Ergebnisse. Bei mir, von mir erfahrt ihr es zuerst. Ich glaube, ich werde noch die Augen offen halten, ob ich vielleicht irgendwo... Gott! Okay, jetzt wird's unschön. Ich muss irgendwas herbekommen, was mir Soul Hearts gibt. Da ist nichts, was mir Soul Hearts gibt. Oh, das ist nicht gut. wir werden den Magic Scab machen. Ich denke, das ist ganz okay. Dafür brauchen wir noch eine Bombe. Und noch ein Herz. Der Magic Scab wird wieder alles in Ordnung bringen. Keine Sorge. Und wir sind zurück im Spiel. Ah ja, ich werde, denke ich, ein paar HP-Ups craften. Das ist wohl nicht allzu verkehrt. Das Problem ist, dass die, das mit C-Section, das immer erst ein bisschen dauert, bis sie, losfliegen. Bis sie losdüsen. Da haben die Gegner ein bisschen Zeit, um ihr Zeug, ihren Schwachsinn, ihren Schabernack auf mich abzufeuern. Der Typ hat nicht viel Widerstand geleistet. Der Motor muss erst warm laufen. Genau das.
genau das. Aber der Run ist extrem stark. Das heißt, ich bin sehr gespannt, wie der Kampf gegen Mega-Satan laufen wird. Mal schauen, ob wir bis dahin noch irgendwas... Gratis-Item. Ob wir bis dahin noch irgendwas Cooles hinbekommen. Ich werde die Crafting-Rezepte noch ein bisschen im Auge behalten. Jetzt, wo wir auf der letzten Ebene soweit sind. Außer wir kommen noch zu Delirium. Ich glaube übrigens, ich bin ganz froh, dass ich, dass wir nicht zu Hush gekommen sind, denn ja, das Gefühl, der Run wäre eventuell bei Hush einfach gestorben. Und das wäre nicht so schön. Einfach zu sterben. Oh, wir haben so viele. Wir haben eine Menge Herzen herumliegen. Delirium wäre Poggy? Yeah. Haben wir hier was wirklich Interessantes? Leider nicht. Ich meine, Schilde Tiers wären nett. Aber sonst? Ich bin nicht überzeugt, muss ich ehrlich gestehen. Ich bin nicht überzeugt. Die Guppy-Items wären natürlich verlockend, aber... Zwei Soul Hearts durch Squeezy, aber Squeezy kostet ein schwarzes und ein Soul Heart, um es einzusetzen. Evis Mascara zweimal. Könnte funktionieren. Ich glaube, wir machen erstmal den Boss. Danach überlegen wir weiter. Dann bekommen wir auch noch ein paar nette Dinge gedroppt, also alles gut. Und ja, ich mache mir keine Sorgen um den Lärm. Denn wir haben bereits gewonnen. Okay. Ziemlich wild. Was wollen wir noch mitnehmen? Das Problem ist, hier sind nicht wirklich irgendwelche Dinge, die mich heilen. Einfach Shielded Tears, yeah. Ich könnte nochmal, ich mach nochmal Magic Scab. Den Magic Scab Man. Dann brauchen wir dafür noch ein Soul Heart. Zwei Bomben. Und noch zwei Schlüssel. Und noch eine Karte. Karte ist da oben. Ansonsten würde ich sagen, ich werde dann die anderen Herzen noch zur Heilung mitnehmen und dann machen wir einfach Mega-Satan. Was haltet ihr davon? Also die Special Hearts. Nehmen das mit. Und das. Und wir sind auf dem Weg zu Mega-Satan. Broken Modem. Ja, ja, ja. Hatten wir Sci-Fly zur Auswahl? Zu spät. Wir brauchen Sci-Fly auch wirklich nicht. Alles gut, alles gut. Gehen wir rein. Mal schauen, ob der Run nachher Mega-Satan weitergeht. Denn ich denke, ich habe mehr als genug Herzen, um mit Mega-Satan fertig zu werden. Wo kommen eigentlich die ganzen Fliegen her, die ich spawne? Ich glaube, das ist eine Sache, aus der ich noch nicht ganz schlau geworden bin. Das macht doch nicht so viel Schaden, wie ich das dachte. Ja, ich hätte den zweiten Yves Mascara machen sollen, glaube ich. Ich meine, es macht ziemlich guten Schaden, aber ich dachte, es wäre ein bisschen stärker, ehrlich gesagt. Wir haben ja wir schießen ja noch die Spinnen- und Fliegeneier ab. Warte, und ich habe Hive Mind nie geholt. Oh, das war ein großes Versäumnis. Das war ein großes Versäumnis. Schau ich das an. Okay. Was zur Hölle, wie stark? Ich weiß nicht. Meine Run ist stark, aber wird ein stärkerer. Wobei die Phase sich gerade ziemlich gut macht.
Einfach, ich muss einfach dastehen, wo Mega-Satan nicht ist und es kann nichts passieren. Firemind war eine Yes! Firemind war eine fantastische Idee. Firemind hat so viele Projektile abgeblockt. Die goldene Pille! Okay. Dann würde ich sagen... Es tut mir leid, Leute, die Tainted Isaac sterbenslangweilig finden, aber uns steht noch ein bisschen Tainted Isaac bevor. Wir sind noch lange nicht fertig, wie es aussieht. Kane, warum habe ich Tainted Isaac gesagt? Verzeihung, ich bin nur zu dumm für dieses Spiel. Diese Boss-Arena ist sehr, Among Us, wie die, Kids vor einem Jahr gesagt haben. Stell dir mal vor, BFF für die C-Section boosten. Weiß nicht, ob das an dem Punkt noch zu viel Unterschied machen würde. Ich glaube, der Raum ist sicher. Wahrscheinlichkeit, auf der Void-Ebene Anarchie machen zu können, ist enorm. Okay. Ich würde empfehlen, bis zum Ende nicht zu craften. Das war eben mein Plan. Wollen wir versuchen, auf den Anarchie zu gehen? Die Frage ist nur, ob das nicht ein bisschen langweilig dann wäre, aber... Mal schauen. Ugh. Wir müssen erstmal noch, ich kann gar nicht viele Bosse machen. Weil das alles ziemlich, dubios aussieht. Wie lange soll eine Runde sein? Wir sind gerade mal bei 1 Stunde 20. Das ist halt wirklich noch nicht, das ist, ich meine, es ist kein kurzer Run, aber wir hätten schon längere Runs. Ja, und Sad Bombs existieren. Oh, cool. Der ich falsch gelegt. Nur 1 Stunde 20. Dafür stehe ich doch gar nicht erst auf. Für so einen kurzen Run. Dafür will ich nicht mal das Haus verlassen. Oh. Diese ganzen Gratis-Items machen sich ganz gut. Kann ich nicht ran. Wie lange ging der Run, in dem du Victory Labs gemacht hast? 2,5 Stunden? Aber der Victory Labs Run war auch der längste Run, den wir gemacht haben. Das heißt, allein der Vergleich ist schon... Das ist ein unfairer Vergleich. Wie habe ich es eigentlich geschafft, dass ich mir alles craften kann, aber immer noch nicht fliegen kann? Oh, fuck. Okay, was ist das? Was ist das für eine Ebene gerade? Das ist so ein komischer Aufbau für eine Void-Ebene. Üblicherweise ist die Ebene nicht schlauchig. Aber heute ist wohl alles erlaubt. Ich sehe nichts. Dann habe ich gerade das erste Mal, dass ich auf der Ebene Schaden genommen habe. Der davon ist sicher. Wir haben ein paar Solars bekommen. Skipping Stone wäre jetzt interessant. Will er irgendwas machen bei C-Section? Oh, wir können Geilo machen. Wenn wir keine Arki zur Auswahl haben, dann werden wir Geilo holen. Das kann ich euch jetzt schon sagen.
Denn mit Geilo werden wir extrem kurzen Prozess mit der Delirium machen. Oh nein! Und es wurde zu ein paar Bomben und Schlüsseln. Och. Beschämend. Absolut beschämend. Ich denke, der Raum sollte auch sicher sein. Yeah. Okay. Oh, goldener Schlüssel. Okay, wir können Sci-Fly machen. Das ist schon mal ganz interessant. Der hier ist auch sicher. Fuck, 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 fuck! Wir haben Polyphemas. Ich würde gerne ein rotes Herz mitnehmen. Vielleicht sogar noch eins. Vielleicht würde ich sogar noch eins mitnehmen wollen. So, der da oben ist auf jeden Fall auch sicher. Immer noch super seltsamer Aufbau für die Ebene. Wir haben keine R-Key. Sehe ich das richtig? Wir haben noch eine C-Section dazu bekommen. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Rotes Herz. Rotes Herz wichtig. Rotes Herz wichtig für mich. Das auch. Kannst du mit der rechten Pfeiltaste refreshen? Das lässt manchmal noch mehr Items, werden nicht alle angezeigt. Oh, okay. Oh, es ist ziemlich interessant. Ha, ich hatte keine Ahnung. Und man kann, wenn man nach links drückt, auch locken, damit man bei dem aktuellen Item bleibt. Was auch hilfreich ist. Ich frage mich, was dieser komische Supersack ist, der ganz oben gelistet wird. Ich glaube, Dr. Fetus wäre lustig mit C-Section. Aber auch oh, gefährlich. Okay. Unser Finale. Ich glaube, wir werden keinen R-Key bekommen. Oh, der Mega-Mushroom. Sci-Fly oder Pyromaniac? 12 Uhr Nintendox-Video? Verzeihung. Auf die Minute genau. Pyro, Pyro? Ich habe mich immer selbst die Luft gesprengt, oder? Pyromaniac, Dr. Fetus und Soymilk. Oh mein Gott, das machen wir. Das machen wir. Moment, lass mich noch kurz. Fällt mir ein Tweet ein zum Nintendox-Video. Wuff. Okay. Fertig. Yeah. Was brauchen wir für Pyromaniac? Wir brauchen einen goldenen Schlüssel und wir brauchen... X-Lax. Ups. Wir brauchen nicht X-Lax. Dann brauchen wir... Oh Gott, das ist so viel. Bomben.
Welches von den Rezepten will ich überhaupt nehmen? Ich glaube, ich nehme das ganz obere. Dann brauche ich noch eine weitere Bombe. Ich habe einen Sand mitgenommen, den ich nicht wollte. Ein rotes Herz. Dann brauchen wir einen Schlüssel und ein Soul Heart. Kann ich den Schlüssel? Ich nehme den Schlüssel von woanders mit. Und ein Soul Heart. Muss ich wirklich? Muss ich jetzt wirklich bis ans andere Ende der Map? Komm schon. Schreib deine Kreativität mit nur einem Wort. Wuff. Es war nicht der Zenit meiner... Das Wort verwende ich heute zum zweiten Mal. Es war nicht der Höhepunkt meiner Kreativität, aber ich bin auch gerade dabei, einen viel zu lange gehenden Run zu machen. Abgesehen davon sind Tweets, die man zu Videos verfasst, sowieso immer Shit. Ah, ich habe ein neues Video gemacht. RT wäre ganz nett. Okay, noch ein Soul Heart. Höhepunkt war 2013. Was bist du heute so auf Krawall gebürstet, Rasex? Was hat's eigentlich damit auf sich? Pyromaniac? Haben wir noch Dr. Fetus zur Auswahl? Nein. Nein, da ist kein Dr. Fetus. Verarsch mich doch nicht! Wir haben keinen Dr. Fetus mehr! Einmal will man Dr. Fetus haben! Okay, wir holen Ipecac. Dafür benötigen wir ein Soul Heart. Ah, wir brauchen auch zwei von denen, alles gut. Zwei von denen, einen goldenen Schlüssel. Eine Bombe, eine Pille. Pille. Wo ist der goldene Schlüssel eigentlich? Eine Karte. Eine Bombe. Na, wir brauchen gar keine Karte. Bin ich in der Zeile verrutscht? Ich glaube, er war ganz oben bei irgendeinem Boss, der goldene Schlüssel. Nein, hier ist er. So. Dann noch ein Rotten Heart und ein normales Herz. Stimmt was mit Forget Me Now? Ich will irgendwann auch noch fertig werden, ehrlich gesagt. Ah, shit, wo ist das Rotten Heart? Oh, ist da unten. Okay, es wird auf der Karte angezeigt. Dankeschön, Spiel! Nach Ipecac versuche ich noch, mich zu heilen und danach gehen wir zum Boss, okay? Da unten ist es. Ich denke, es wird relativ stark. Kann ich sonst noch was Interessantes machen? Können wir noch Magic Mushroom machen? Nein. Okay, folgender Plan. Ich mache kleiner als 3. Und dann ist es mit diesem Run vorbei. Wie klingt das für euch? Ich brauche einen 10er, einen Schlüssel und eine Karte. Nach einem guten Reim. Dankeschön. Ähm.
Wo war der Zehner? War der hier? Hier ist der Zehner. Dann noch eine Münze. Und eine Karte. Die Karte ist da oben. Kleiner als 3 heilt mich nämlich komplett auf. Okay. Gehen wir zum Boss. Ich habe alles, was wir für diesen Run benötigen. Für den Firefall kann ich mich auch mit Pyromaniac noch heilen. Er will keinen Spaß haben, versucht es gar nicht erst. Das ist nicht wahr. Ich will eine Menge Spaß haben. Nur heute nicht mehr. Heute ist Spaß nicht mehr erlaubt. Hey, wäre doch Petrified Poop gewesen. Oh ja, da ist er auch schon unser Freund. Okay, Freund. Ziemlich akzeptabler Schaden, würde ich sagen. Bisschen feurig hier. Ich sehe dich nicht, Delirium, aber ich glaube, ich will auch nicht mit dir tauschen gerade. Denn das ist ein absolutes Schlachtfeld. Oh ja, und ich heile mich auch instant wieder auf, wenn irgendwas passiert. Nee, okay, ist doch keine Instant-Aufheilung, aber das ist ziemlich stark. Sofern ihr irgendwas davon noch erkennen könnt. Wenn ihr was erkennen könnt, ist es ziemlich stark. Und wir haben gewonnen. Kein Spaß mehr erlaubt. Lass mich noch den anderen Boss machen. Nur so zum Spaß. Das wurde doch noch relativ stark gegen Ende, würde ich behaupten. Der ganz oben. Stell dir vor, du hättest Pyromaniac nicht. Das hätte nicht viel Unterschied gemacht. Der Pyromaniac kam nicht so viel zum Einsatz, wie man meinen würde. Ich glaube, er hat einen Unterschied von 2 Herzen gemacht. Ja, ich habe keine Lust. Gehen wir weiter. Hauen wir ab. Bringen wir es zu Ende. Kein Archiv für mich. Aber wisst ihr was? Darüber bin ich eigentlich ganz froh. Die Sache ist nämlich, ich glaube, es wäre langweilig gewesen, wenn ich einfach so viel von Tainted Cain schon direkt mit diesem Run gemacht hätte. Das ist ein Nachteil von dem Archiv. Und einem wird eine Menge Spaß genommen, weil man schon zu viel direkt mit einem einzigen Run abschließen kann. Bag of Crafting. Oh, das war der immer ganz oben gewesen ist. Der war immer bei dem Crafting-Material hier ganz oben. Jetzt zwischen Trick für 9 Tainted Cain oder hat Mogi einfach Glück? Es wurde ein bisschen was geändert. Die External Item Descriptions funktionieren inzwischen besser mit Tainted Cain. Und das ändert eine Menge. Oh, schaut euch das an! Was, es fehlt nicht mal viel?